Voilà. So, herzlich willkommen. Hey Leute, was geht ab? Jetzt kommt eine neue Folge LS22 Pharmatown. Ihr seht schon, ich habe jetzt das Licht, hatte ich jetzt keinen Bock anzumachen. Wir machen das jetzt einfach mal an. Der Sturm ist endlich hinüber. Ich hoffe, dass nichts passiert jetzt. Hoffe ich wirklich nicht. Wir gucken einfach mal raus. Moment mal. Was ist hier los? Ach du Scheiße! Alter, hier sind alle Bäume gef. Hier sind alle Bäume umgeknickt! Scheiße! Der liegt auf der Garage. Der auch. Der steht noch. Aber die anderen sind ja schon tot! Ach du Scheiße. Der eine Baum, der noch überlebt hat. Und es schneit. Na perfekt. Selbst der Brunnen, da kann man auch nicht mal mehr runtergucken. Da ist schon alles zu. Müssen wir alles neu machen. Ach du Scheiße, Leute. Oh mein Gott, das wächst schon in die. Alter, das wächst schon sogar in die Garage rein. Kriege ich auch die Tür noch auf? Ja, die Tür. Oh mein Gott. Das Garagentor kriegen wir jetzt oder die beiden kriegen wir erstmal nicht mehr auf. Jetzt, ich hoffe, dass nichts an der Werkstatt passiert. Ja, da sind auch keine Bäume drumrum, ne? Aber Junge. Wisst ihr, ich hatte Offstream noch weitergemacht. Da war ja alles noch normal. Aber dann, als ich das hier gesehen habe. Also jetzt gerade, ne, da habe ich das, ich sehe das jetzt wirklich zum ersten Mal. Alter Schwede, ey, alles umgeknickt. Oh mein Gott. Ich meine, wir haben den LKW, ne? Aber. Alter. Ich meine, zwei Bäume liegen auf der Garage drauf. Einer wächst hier sogar schon ins Haus rein. Ich habe Glück, dass ich noch die Tür aufgekriegt habe. Aber die beiden. Also, wenn ihr, zumindest das hier kriegen wir nicht mehr auf. Ich weiß nicht, ob wir das noch aufkriegen. Nee, das geht nicht. Das geht direkt wieder in die Sicherung, geht dann direkt wieder. Schaltet sich die Motorsicherung schaltet sich direkt wieder um, weil da irgendwas im Weg ist. Aber hier ist alles normal, ne? Ja, die beiden können wir sowieso wegschmeißen. Ja, hier ist alles normal. Ich muss unbedingt mal bei den Kühen vorbeigucken, ey. Ob die werden, ey, dann ist das Ende. Dann ist Ende mit den Kühen. Dann entziehen sie mir das. Naja, aber zumindest sieht es mit den Kühen hier zumindest ziemlich gut aus. Na? Ja, ihr habt den Sturm überlebt, ne? Ich muss mal kurz was in meinen HUD-Einstellungen einstellen. Oder ich kann das einfach bei Tiere gucken. Ja. Mischration 100%, Heu 80, Gras 40%. Gras müssen wir auch noch mal. Warum denn Gesundheit 0? Wieso denn Gesundheit 0? Moment mal. Das mit dem Stroh, ne, das können wir ganz einfach herausfinden. Ob wirklich noch Stroh vorhanden ist. Oh, das ganze Stroh haben sie weggefressen, die Viecher. Nee, warte mal. Es hat doch voll gestürmt. Das heißt jetzt, die haben zwar, die Anzeige zeigt noch viel Stroh an, aber die haben fast gar keinen Stroh mehr, weil der Wind alles weggepustet hat. Und die Anzeige, es gibt ja Sensoren und das ist halt so, wenn noch, wenn das noch auf, wenn noch was auf den Sensoren liegt, da denkt die Anzeige nämlich hier ist noch was. Ja, da müssen wir gleich mal nachfüttern, ey. Scheiße. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Ich meine, wir haben noch genug Stroh, ne? Das ist jetzt nicht so das Problem. Da kriegen wir 100 pro noch ein paar Mischer voll. Aber irgendwann ist auch Ende, ne? Ich dachte schon. Nur Liter, ey, ich dachte schon.
So, machen wir mal voll hier die Kacke. Ey, das ist ja Wahnsinn. Was hat denn der Sturm hier alles angerichtet? Ich meine, ich hab's ja noch in der letzten Folge gesehen, da war ja noch alles normal. Aber jetzt auf einmal eine Nacht geschlafen. Ich dachte mir, komm, wir stehen heute mal um 5 Uhr auf oder wir machen das jetzt auch immer. Aber Alter, auf einmal ist hier Chaos los, ey. Chaos ist einfach nur los. Ich vergesse das jetzt immer wieder, ey. Ich glaube, da müssen wir mal langsam mal so einen Schutz einbauen, ey. Das ist da so ein Schaumstoffding oder so hin. Die brauchen unbedingt Stroh, ey. Unbedingt müssen wir jetzt Stroh reinfüllen. Ich meine, dann haben die wenigstens wieder was, ne? Weil die hatten ja echt gar nichts, ey. Die hatten ja echt fast gar nichts. Okay, Stroh ist auf jeden Fall wieder voll gut. Dann legen wir den mal ab. Weil, wie viel ist Mischration? 100%. Heu 80, Gras 40. Ja gut, Gras brauchen die ja nicht unbedingt, ne? Ah doch, Gras brauchen die auch. Ja, im Moment ist noch 0%, aber ich wollte sowieso einstellen, dass ich das hier wieder sehen kann. Ich habe das nämlich alles ausgestellt. Ja, guck mal. Alle sind hier auf 0%, weil es das ganze Stroh über die Nacht weggefegt hat. Das hat er über die Nacht komplett durchgestürmt. Ach du Scheiße. Warte mal. Ich hatte mir doch einen neuen Fendt geholt. Ey, nicht, dass da jetzt irgendwie ein Baum oder so auf dem Fendt drauf liegt, ey. Dann sind wir am Arsch. Ich habe mir nämlich einen neuen Fendt geholt. Mit einem Flug dran. Dass wir oben die Felder machen können. Das machen wir dann aber in einer anderen Folge. Ja, okay, aber wenigstens hier oben ist noch alles okay. Wenigstens hier oben ist noch nichts eingestürzt oder so, weil der ist schon ein bisschen älter. Okay, das ist schon mal gut. Wie sieht es hier drinnen aus? Genau, die Sicherheitskamera habe ich noch angebracht. Komm, das Tor soll offen bleiben. Was ist denn hier nochmal der Lichtschalter? Wo ist denn der nochmal? Okay. Okay, hier ist noch alles okay. Ey, das war echt krank, ne? Das ist einfach hier alle. Das. Da war jeder Baum umgestürzt. Da sieht man es noch, den anderen Baum. Aber sonst ist echt alles umgestürzt hier. Das Palettenlager, das brauchen wir ja noch. Ich wollte eigentlich noch den Gabelstapler verkaufen, aber da wir das ja noch brauchen. Ey, wir brauchen unbedingt eine Hofbeleuchtung, ne? Wir brauchen unbedingt eine Hofbeleuchtung. Ich meine, hier ist ja welche, ne? Hier können wir auch noch anschalten und so. Aber bald. Ist hier nicht so mit anschalten. Hier in der Halle kommen wir gar nicht rein, ne? Weil da ist ja. Da hat es ja zugeschlossen. Ich meine, dafür haben wir hier noch. Reinmachen oder so. Oder wahrscheinlich sogar ein Bienenhaus hier draus machen. Ja, ein Bienenhaus, ihr habt richtig gehört. Und hier haben wir dann noch so eine ähnliche Fahrzeugwerkstatt. Aber Alter! Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass da vorne also hier jeder Baum umgestürzt ist, außer der hier. Das ist doch irgendwie komisch. Und warum brennt da oben ein Licht? Warte mal. Warum brennen da oben zwei Lichter? Egal. Alter Schwede. Und zumindest hat sich hier nicht die Tankstelle so rausgerissen. Und den Eimer hat es auch nicht weggefegt, weil die hier drinne war. Da war in so einem Windschatten drinne. Was sehr schön ist. Aber die Garage, ey. Das kann erstmal dauern. Hat sich eigentlich das Wettererkundungsdingsbumsgerät da oben, hat das überlebt? Weil das läuft noch. Das
läuft halt echt noch. Warte mal, ich glaube, ich sollte vielleicht mal zur Sicherheit einmal kurz aufs Dach klettern. Dann kommt man hier eigentlich easy drauf. Einfach hier hin und dann hier hoch. War nicht einfach, als ich gedacht. Einfacher, als ich gedacht habe. Aber give me a moment, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wie kommen wir jetzt am besten? Ach, wir können doch hier durch den Baum aufs Dach. Der ist hier doch schön. Das ist jetzt gut, weil jetzt können wir hier auch aufs Dach. Wo ist denn das? Hier ist das Teil. Boah, es hat es aber knapp erwischt. Ja, es ist eine Wetterstation. Das könnten wir auch abbauen, weil es eigentlich nervt, aber das ist wichtig. Hier brauchen wir unbedingt Beleuchtung. Ich bin am Überlegen, ob ich mich darum jetzt kümmern soll. Ich glaube, das mache ich sogar, weil wir brauchen echt Beleuchtung. Wir brauchen echt Beleuchtung. Hier die Straßenlaterne hier, die macht schon gut Licht. Was ich auch sehr schön finde. Deswegen platzieren wir hier auch mal welche. Damit wir auch mal ein bisschen Licht haben. Und auch auf den Hof hier. Damit wir hier auch ein bisschen Licht haben. Und dann nochmal hinten auf dem Hof. Ey, aber das ist ja echt Wahnsinn, ne? Da hat das ganze Ding weggescheppert. Ist halt echt so, ne? Das ganze Ding hat es einfach weggescheppert. Wirklich, jetzt das ganze Ding, ne? Das ist ja Wahnsinn. Gut, die Halle benutzen wir aber auch nie, oder? Aber trotzdem werde ich hier eine Laterne reinmachen. Weil wir brauchen echt Hoflicht, ey. Wir brauchen hier echt Licht. Damit wir nicht hier immer im Stockdunklen fahren müssen. Sondern auch mal ein bisschen Licht hier haben. So wie hier auch. An der kleinen Werkstatt hier auf dem Hof. Müssen wir auch unbedingt mal. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Hof mal gerne nachbauen von meinem alten Teil. Dann könnt ihr da selber nämlich auch mal vorbeigucken. Dafür braucht ihr halt ordentlich viele Mods. Oder allgemein die ganzen Mods, die ihr braucht, die findet ihr. Nee, die findet ihr gar nicht im Link in der Beschreibung, weil ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also, so, Spaß beiseite. Nee, ich werde die euch vielleicht verlinken. Nee, werde ich nicht. Weil sonst kommen wieder Leute an und machen mir das nach. Was ich hier für ein schönes Projekt mit euch mache, was ich auf jeden Fall erfunden habe, ja? Mhm. Nee, ich wollte es einfach mal nachmachen, weil Ansgar jetzt nicht mehr LS19 Pharmatown macht. Wollte ich das jetzt einfach mal nachmachen. Hatte ich mir gedacht, komm, ich nehme jetzt die Zeit und mach Go. Ne? Ach, guck mal, sieht doch gleich besser aus hier. Und dann will ich hier noch Licht haben, wegen dem Mischer. Weil wir hier immer mit dem Mischer fahren. Und ganz wichtig, hier wollte ich auch noch ein bisschen Licht haben an der Straße. Obwohl, da braucht man eigentlich nicht. Ich habe halt hauptsächlich nur der Hof. Aber allgemein auch hier. Weil wegen dem Mischer und so. Weil wir sonst hier auch vielleicht runterfallen könnten wieder. Wie letztes Mal. Oder wie letztens. Wo wir dort richtig runtergeschallert sind. Mit dem Mischer. Könnt ihr euch wahrscheinlich noch dran erinnern. Das war echt gefährlich. Genau, hier hinten kommt auch noch irgendwas hin. Ich weiß auch nicht was. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was hier hinten noch hinkommen soll. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Wie gesagt, ich weiß, wir brauchen einfach das Licht. Heute kümmern wir uns einfach mal ein bisschen um das Licht. Guck mal, sieht doch gleich besser aus. Ist der Hof auch schön beleuchtet? Sieht man denn schön? Hier hinten müssen wir auch noch. Stimmt, und hier hinten den Weg auch noch. Müssen wir auch noch einmal beleuchten hier, weil wir hier auch mit dem Mischer immer lang fahren müssen. Falls wir Stroh oder Mischration holen. Dann hier hinten auch einmal noch mal eine Laterne hin. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Also ich will hier noch einmal kurz obendrauf noch mal so eine Dachlaterne hinhauen. So eine zwei Dachlaternen. Können wir eigentlich auch hier machen, aber das reicht.
Außer hier hinten, hier müssen wir natürlich noch auch noch Licht hinmachen, ne? Das ist ja klar. Hier muss auch noch Licht hin, das ist klar. Weil hier kein Licht, wo wir immer mit dem Mischer hin müssen. Warum ist dort. Warum sind dort schon wieder Laternen? Oder Leuchten? Lampen? Warum? Ich weiß es nicht, ey. Egal. Nur einfach heute mal ein bisschen um das Licht kümmern, weil Licht ist echt wichtig. Weil ohne Licht kommen wir hier echt nicht aus. Vor allen Dingen hier beim Abladen nicht. Und es ist sehr wichtig, dass wir hier Licht haben. Sonst läuft hier nichts. Oh ja, genau. Und hier hinten noch bei diesen Dingern hier. Ganz wichtig. Und natürlich auch noch einmal hier ein bisschen um das Silo rum. Und dann haben wir hier hinten auch schon wieder alles beleuchtet. Genau. Und nochmal hier am Silo eine Laterne hier hin. So, jetzt haben wir den Hof ordentlich beleuchtet. Leckt schön. Perfekt. Dann passt alles. Nur halt das hier passt noch nicht, ne? Aber dafür haben wir jetzt hier erstmal Licht. Was ich wirklich sehr schön finde. Dann sind wir hier. Brauchen wir nicht immer die Taschenlampe anmachen, ne? Na, ich würde sagen, das war's auch mit der Folge. Ich werde das morgen machen. Und, naja, ich würde sagen, wir schlafen jetzt einfach mal. Und dann würde ich sagen, ciao mit Kakao.